physischen Puppies schon am Recht herzlich willkommen zurück zu. Ja, Hello Reach geht auch mal weiter. Die Aufnahme scheint stabil zu laufen. Alles zu definieren. Ja. Ich hab's hier runter geschafft, endlich. Alter, es war doch nicht so schwer, wie ich dachte. Bin von hier oben. Hier gleich runter und hab mich einfach hier verschanzt. Und die Spackos standen halt alle hier hinten rum und haben auf mich geschossen und ich hab sie halt weggesnipert. Ich gehe halt relativ schnell drauf, aber man sieht ja, ich hab keine Leben. So. Jetzt machen wir einfach mal weiter. In der Hoffnung, dass das Ding hier bleibt, das ist jetzt bei 10%. Runter zu regeln. Audio. Die Lautstärke müsst ihr alles runter regeln noch. So. Hätte ich eigentlich kleiner machen können. Lass mal gucken, ob wir irgendwo ein Scharfschützengewehr finden, oder so Mist. Ja, weil sonst wird das nämlich wieder tricky. Unser Gewehr ist nämlich leer. Der vielleicht der ist, das ist doch so ein Scharfschützen-Jungle. Weil ich bloß gerade nicht prüfen, wie das. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. So, jetzt können wir uns die mal holen. Der Junge. Ja, haben wir den ersten. Nichts. Das ist der zweite. Autsch. Was ist das?
andere Scharfschützengewehr. Sag du, so, irgendwie ist es gerade voll. Sechs, die Schildsteuerung. Ich muss rein. Ja, warten wir erstmal eine Minute. Ja, das ist die Bombe erstmal. Pulverfass ist an Bord, Kane. Verstanden. Sechs, bringen Sie Ihren Trupp auf die Brücke. Das Auftanken der Korvette beim Supercarrier muss manuell eingeleitet werden. Ja, Sir. Fünf. Schützen Sie die Bombe vor neugierigen Augen. Kein Problem. Gehört, Lieutenant? Ich bin hier ganz alleine. Also Beeilung, okay? Das war aber trotzdem ganz schön laut. Einstellungen, hä? Runter auf 6. Stabil auf Ensch, alles klar, alles klar. Zacki. Kurbel 6. Bringen Sie die Korvette auf Kurs zum Supercarrier. Auf der Brücke finden Sie die Steuerung. Oh, relativ laut, Alter. Da eigentlich die insgesamt Lautstärke, ne? Machen wir es eben auf 50. Das ist so laut. Waffen und Munitionswagen. Ja, das ist jetzt hier. Jetzt bist du Sie so fucking stark.
geschehen. Alter. Müssen abbrechen, Colonel. Verstanden, Savannah. Unser Team ist drin. Lösen. Alter, ey, das ist ja... Also, die Ziele unten sind schon nicht zu überschätzen. Weil wenn du so ein Noob bist wie ich, dann kann das schon mal genießen. Das ist schon gewonnen. Luke wird sie gemacht. Granaten. Abbruch! Abbruch! Riss im Rumpf! Reaktor brennt! Verdammt, ich verliere sie! Deckung. Setzen Sie die Korvette in Bewegung und verschwinden Sie! Oh, das sind die alle tot, dann lasse. Oh, Scherz. Wo ist der Johnny? Hallo? Zu Hause? Das ist ja noch sein. Überziehleuten, Spacko. Einmal offen. Da ist er. Dort, wo du bist, mein Freund. Dann noch über 10 Leuten Spacke. Und da bestimmt ja gleich hier unten am Anfang, der kleine Tresor. Thank you.
sind ja über zu lösen. Da kommt einer mit dem Schwert. Ah, klasse, ich habe bloß noch drei. Du bist ja über Zylon Spacke größer. Die vor uns markiert. Arschloch. Ob ich nochmal bis zurückrennen kann? Kannst du auch versuchen. War jetzt nicht ganz so spannend, aber. Komm mal auf. Uns ging sie noch auf. Oh, dann nehmen wir das mit. Das haben wir ein bisschen mehr Mini. Tauschen wir wieder gegen das, weil da haben wir auch noch mehr Munition. So. Ich könnte nur versuchen, den mit dem zu machen. Ist nicht so präzise. Da verschießen wir bloß wieder die Hälfte. Hallo! Ist er? Dann wo? Wo er gerade drin? Dein Gesicht. Super Uhr, Schoßer! Diese Wortau! Los, Lieutenant. Setzen Sie die Korvette auf Auftankkurs zum Supercarrier. Überzylot besiegt. Überzylot besiegt. Ich weiß nicht, was das für ein Zylot ist. Auf jeden Fall ist es einer von den stärkeren. Und da freue ich mich jetzt noch. Wird noch viel härter. Ich freue mich schon, wenn wir gegen die Brutes kämpfen. Oh. Sehr gut, Noble 6. Kinnhaken initiiert. Corvette ist unterwegs. 6, unsere Mitfahrgelegenheit steht schwer unter Beschuss. Zurück zum Angriff. Sehr gut, Noble 6. Kinnhaken initiiert. Corvette ist unterwegs. 6, unsere Mitfahrgelegenheit steht schwer unter Beschuss. Zurück zum Hangar. Die Leuten, Johnny.
Später trennt auch noch einer drin rum. Aber irgendwo müssen ja der Zelot rumrennen. Piloten 1? Da ist er schon tot? Upsi. Hallo? Hallo. Hallo? Hey, Kontrollepunkt erreicht. Jetzt die Nuggets. Rein. Mal die Nase putzen. Für Gewehr auf Scharfschütze. Ja, der ist tot. Allianz! Steck dich doch in diese Duäume! Verzeihung für das. Versteckt sich doch jetzt wieder. Der Feind macht den Pelican Shortreif. Na, klasse. Sache, die kommen hier von allen Seiten. Der ist getroffen. So, dann. Haben es verloren. Was ist er denn? Das ist ein Granatwerfer.
Okay, einer aus dem Kreis. Ich werde beschossen. Punkt erreicht. Oh, das sind Scharfschützengewehre. Ein Haufen Scharfschützengewehre. Möchte ich den gleich tun, einfach mit diesen Granatwerfern rumballern, oder? Probier das mal mit den Granatwerfern. Ja, moin. Ich weiß nicht, wie viel ich jetzt getötet habe, aber... Alter, das sind zu viele Ziloten, Dingi. Ich schaff das schon irgendwann, ich schaff das schon. Wir probieren es mit denen. Neue Ziele.
Savannah hat sich an der Tür zu schaffen gemacht. Wir kommen nicht zurück zu den Sabres. Noble 6 zu mir. Das Gewehr hat uns gerade den Arsch gerettet. Dieses Schiff nähert sich der Auftankroute des Allianz Supercarriers. 76 Sekunden zum Ziel. Verdammt! Ah, das war's dann also. Ich habe gute und schlechte Nachrichten. Der Vogel hat was abbekommen und die Düsen sind im Eimer. Man kommt also nur mit Schwerkraft hier weg. Und die Guten? Das waren die Guten. Bei aktueller Geschwindigkeit 53 Sekunden ja, zum Ziel. Ja, ja. Die schlechten Nachrichten, der Timer ist hin. Ich muss sie von Hand zünden. Das machst du nur einmal. Wir sterben alle irgendwann. Geh lieber 6, die brauchen dich da unten. Hör mal, Reach war gut zu mir. Zeit, sich zu revanchieren. Nimm mir das nicht. Die sollen sich reinhängen. Hyperraum des Entdeckten. Ja, wir registrieren auch Anomalien. Sehen Sie das? Hyperraum des Entdeckten. Hyperraum des Entdeckten. Hyperraum des Entdeckten.